Bei einem Blick in die Supermarktregale fällt auf, Ostern steht vor der Tür. Schokoladen-Osterhasen und Eier in allen Variationen gibt es in einem breit angelegten Sortiment. Doch was haben Ostereier, Hasen und Co. eigentlich mit Ostern zu tun? Katharina Kunkel weiß, wie der Hase läuft. Die Pastoralreferentin aus Limburg hat auf die Frage nach dem Hasen eine Antwort parat. Der Hase kommt noch aus der Zeit des heidnischen Glaubens der Germanen, wo diese Tiere Sinnbild für den Frühling waren, für das Neue. Und das hat man im Christentum mit aufgenommen als das Zeichen für das neue Leben. Die Tradition gefärbter Eier kommt ursprünglich aus Osteuropa. In Deutschland lässt sich der Brauch bis in die Anfänge des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. An Ostern gibt es Eier, weil wir eben das feiern, dass das Leben neu uns geschenkt wird. Als Christen glauben wir daran, dass wir einst nach dem Tod auferstehen werden, so wie Christus es getan hat. Und Eier sind Symbol für das neue Leben, denn in dem Ei wächst neues Leben heran. Und so zeigt es sich, dass die Schöpfung und auch das Ganze, der Frühling, wieder weitergeht und Gott uns dieses neue Leben schenkt. Ostern feiern wir also mit Hasen und Eiern. Wozu brauchen wir noch ein Osterlamm? Die Symbolik des Lammes kommt aus dem Alten Testament in der Bibel vor. Dort werden diese Tiere, die Lämmer, als Opferlämmer dargebracht, als Dankopfer, als Lobopfer für Gottes Schöpfung und für das, was Gott den Menschen geschenkt hat. Im Neuen Testament wird dieses Lamm Gottes dann zu Jesus Christus, dem menschgewordenen Lamm, das am Kreuz gestorben ist und für uns Menschen gestorben und dann 3 Tage später wieder auferstanden ist. Ostern kann kommen. Das Bistum Limburg wünscht allen gesegnete Feiertage. Auch wenn dieser Osterhase das Fest der Auferstehung nicht mehr miterleben wird.